Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head. I'm driving down the highway, gonna do this my way, I can feel it in the air. Here I go! Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Es ist Sonntag, der Morgen nach dem Stream. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken für alle, die gestern da dabei waren und sich das angeschaut haben. Und ja, das war, hat echt Spaß gemacht. Die rege Teilnahme hat mich auch wahnsinnig gefreut. Und ja, wie besprochen, wir werden mal schauen, wann es denn soweit ist und was die Zukunft so bringt. Was macht der Bauer Sonntag früh am 2. Advent? Ja, nachdem jetzt unser Schnee wieder am Wegschmelzen ist, ziehe ich jetzt trotzdem mal meine Winterreifen auf. Ich habe jetzt am Ford All-Terrain-Reifen drauf. Die sind wintertauglich, sind winterzugelassen, aber aufgrund der großen Profilstärke und der kleinen Verzahnungsmöglichkeit ist es für geschlossene Schneedecke doch nicht der ideale Winterreifen. Dafür habe ich dann spezielle noch und ja, die ziehe ich jetzt einfach mal auf. Die hier müssen wir dann schön waschen und einölen, dass uns die Stahlfelgen dann nicht wegrosten. Und dann geht's dann auch gleich nochmal zur Weidekontrolle. So, da müssen wir jetzt erstmal das Werkzeug vorbereiten. Das heißt, ich brauche hier einen 19er. Ich glaube 19er. Jo, 19er. Wir brauchen einen Wagenheber, einen Schlagschrauber. Und dann kann sie auch schon losgehen mit der Karre. Schauen wir uns mal kurz an. Da steht der Polaris Ranger drin. Den muss ich jetzt dann übernächste Woche wieder zurückbringen. Also der Test vom 2021er Modell endet. Vorher muss ich dann nochmal schön säubern. Denn ja, wir haben dann ganz schön zugesetzt in Bezug auf Einsatz- und Langlebigkeitstest. Der muss jetzt erstmal gewaschen werden. Und dann kommt auch gleich das Modell hier 22. Gut, jetzt brauchen wir eine Kabeltrommel. Mal gucken. Wo haben wir denn die Höhen? Korpeltrommel. Die Kabeltrommel habe ich natürlich noch unten in der Mulde. Ne? Ja, die habe ich noch in der Mulde. Da machen wir nochmal auf. Da brauchen wir die Kabeltrommel, denn sonst wird das nichts. Also ich steige mal kurz zur Seite und dann wechseln wir mal vom Ford ganz schnell die Räder. Wir nehmen ja schon auf. Servus, liebe Leute. Heute ist schon wieder Mittwoch. Jo, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Nach dem Stream habe ich mich bedankt. Aber ich sage ganz herzlich Dankeschön für die Unterstützung. Also das Feedback, was wir von euch kriegen, ist schon gewaltig. Das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn es da noch ein Stück hin ist und auch wenn da noch ein paar ungeklärte Fragen sind. Aber wir haben was schaffen. Jo, die Woche steht auf Schneeschippen und Kacke, räumen hinten nichts weiter an. Wie man so sieht, hatten wir gerade wieder Neuschneeauflage. Was werden das sein? 10, 15 cm, ja, 10 cm. Ja, das ist natürlich alles nicht so hundertprozentig gefroren und verwandelt alles hinten im Unterstand in eine riesige Schlammsude. Deswegen bin ich da jetzt sogar mit dem Handschieber unterwegs, weil ich da sehr viel schneller und auch noch gründlicher bin als mit dem Hoflader. Hoflader macht es wirklich Sinn, wenn es relativ fest ist, das Zeug. Ja, ich schiebe es einfach momentan zur Seite, dass sie sich halt hinlegen können täglich. Und um die Futterraufen herum halte ich es ordentlich. Und alles, was dazwischen ist, wenn es ein bisschen angefroren ist, fahre ich dann Hoflader wieder schön weg und dann ist wieder klar Schiff. Tja, was liegt die Woche noch an? Die Woche bringe ich den 2021er Ranger zurück zu Polaris. Und in relativ kurzer Zeit bekomme ich dann das Nachfolgemodell 2022. Das hat natürlich nochmal umfassende Überarbeitung erfahren. Dazu gibt es dann auch wahrscheinlich, soweit ich gehört habe, ein Schneeräumschild. Das heißt, das kann ich jetzt aktuell richtig gut gebrauchen. Und da freue ich mich so richtig drauf. Mal gucken, was das Ding kann. Und das Ding hat dann auch Kabine und es wird wesentlich angenehmer als jetzt. Wobei es mir jetzt auch nichts ausmacht. Aber ich bin ja nicht aus Zuge.
Ja, das ist die Woche noch geplant. Mal schauen, wie das Wetter das zulässt. Wenn ich natürlich mit dem großen Hänger über die Autobahn schippen muss und da neu schon die Auflage drauf ist, ist halt nicht so geil, ne? Aber muss halt auch irgendwie gemacht werden. Tja, außer Ballenfüttern komme ich sonst gerade so gar nichts. Ich bin wirklich am wie sagt man so schön auf Neudeutsch, hasseln, dass ich irgendwie zu Rande komme, denn es sind 1000 Projekte und 1000 Sachen gleichzeitig. Also wir versuchen jetzt gerade noch das Genussrecht auf die Bahn zu kriegen. Dazu gibt es jetzt eine separate E-Mail-Adresse, wo ihr dann Infos anfordern könnt, falls ihr Interesse habt, in Zukunft Geld zu investieren, Geld anzulegen, das sinnvoll anzulegen. Und ja, dann ist das Genussrecht, denke ich, genau das Richtige für euch. Denn dann könnt ihr in einen zukunftsträchtigen Betrieb und eine ökologische Landwirtschaft investieren. Aber da schaut ihr mal unten in die Videobeschreibung. Da steht die Adresse drin. Das ist die genussrecht@haushighlands.de. Dort schreibt ihr bitte hin und dann kriegt ihr dementsprechend Infomaterial und ja, alles andere, was notwendig ist. Ja, das bringt mir gerade irgendwie noch so nebenbei in die richtige Spur. Es stapelt sich wieder alles hier. Die Reifen müssen gewaschen werden, ein bisschen die Felgen eingeölt werden, dass die Stahlfelgen vom Ford nicht rosten. Die stehen jetzt auch schon wieder 3 Tage da draußen. Naja, ist wie es ist, ne? Den muss ich irgendwie auch noch waschen, bevor ich ihn zurückgebe. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt bei hier Schnee und Frost irgendwie sauber kriegen sollte. Ich würde wahrscheinlich drinnen vom Haus Warmwasser für den Kercher rauslegen und den einmal komplett abdampfen. Es nützt dir nichts, er muss ja sauber werden. So, was haben wir noch? Große Projekte, viel Bürokratie diese Woche, also richtig viel Bürokratie. Das frisst so den Hauptteil meiner Zeit. Aber das gehört halt auch dazu, ne? Also ganz wichtig, Bürokratie geht immer einher mit dem Praktischen. So, jetzt labern wir nicht mehr so viel. Und ich fahre jetzt mal mit dem Polaris runter zur Jungviehweide. Jo, servus, heute ist Freitagnachmittag nach dem Hauptjob. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich euch das antue und Time to Say Goodbye singe. Aber mein Gesang ist jetzt nicht der beste. Deswegen lassen wir das und ich sage ganz einfach, was ich mache. Ich fahre jetzt meinen inzwischen heißgeliebten Polaris Ranger auf den Hänger, denn der verlässt uns heute wieder. Das war das Modelljahr 2021. Wir haben ihn super ausgiebig getestet und sind zu dem Fahrzeug gekommen, dass wir gerne das 22er Modell natürlich auch wieder am Hof hätten. Das 22er Modell lässt noch ein paar Tage auf sich warten, denn aus bekannten Gründen ist es momentan ein bisschen schwierig mit Logistik und so. Aber das macht ja nichts. Der geht heute wieder zurück. Den fahre ich zum Händler, wo man einen Polaris gebraucht dann wieder verkaufen kann. Jetzt habe ich mir dazu noch ein kleines Hängerchen wieder organisiert. Nachdem ich keine Rampen habe, die das Ding halten, fahre ich da über den Hügel wieder rein. Und ja, so soll es werden. Was ich jetzt natürlich noch brauche, ist der Zündschlüssel für den Polaris. Denn ohne den macht es einfach nicht so viel Spaß. Ja, wie man so sieht, wir haben noch ein bisschen Schnee. Aber es war immer so um die 0 Grad und da ist natürlich gleich wieder weggeschmolzen. Das macht das Fahren heute mit dem Gespann hinten dran wesentlich angenehmer. Denn ich hatte Angst, dass es so wie gestern und vorgestern immer ein bisschen herhaust. Und dann ist es echt nicht so geil mit so einem Hänger und der Ladung hinten drauf durch die Gegend zu fahren.
So, das Ding ist rein manövriert. Kurzzeitig hatte ich mal Angst, dass man da den Hügel runterrutscht. Und dass hier so genaue Presspassung ist, dass man sieht, links und rechts ist nicht viel Platz, aber der geht ja wunderbar rein. So, jetzt noch verzurren. Und dann geht's auf die Bahn. Ne? Puh. Tja, gut, frisch heute. Ich schalte euch dann wieder ein. Wenn es was Neues gibt, die Woche ist halt nicht so viel, ne? Dann zeigen wir halt solche Sachen. So, da wäre es angekommen. Ich bringe meinen Ranger wieder zu Badequatschsport nach Neumarkt. Und ja, da gehe ich jetzt mal rein. Natürlich das Ganze mit Maske, so wie es gehört. Und geben uns das gute Stück zurück. Jo, da gibt es wieder schönes Spielzeug. Oh, da will der Bauhauer doch gleich wieder was mitnehmen. Die Polaris Produktpalette. Aber ich kriege meinen 22er Ranger demnächst. Somit brauche ich Servus, heute ist Samstag. Samstag ist heute. Ich war heute Vormittag damit beschäftigt, den Auslauf wieder trocken zu legen, denn bei uns hat sie immer wieder Neuschneeauflage gehabt und ist gleich im Anschluss wieder komplett weggedauert. Das hat eine dermaßen Sauerei gegeben, dass das alles quasi flüssiges Exkrement war. Also war das heute eine größere Putzaktion. Erstmal alles flächendeckend mit Stroh eingestreut und dann vermengt, dass wir das Ganze irgendwie gebunden kriegen und dann abtransportiert. Da hatte ich die Kamera dabei, aber der Akku war leer. Jetzt ist er wieder voll, jetzt erzähle ich euch einfach jetzt davon. Ich fahre jetzt noch in den Baumarkt meines Vertrauens, brauche noch ein bisschen Zubehör. Und dann werden heute Nachmittag noch die Jungtierherde mit Silo versorgt. Ja, da will ich jetzt, wenn der Schnee weg ist und es taut schon wieder ganz gewaltig, auch nochmal den Zaun ein bisschen modifizieren, dass man gewisse Schnee hört, dass man da einfach die untere Litze wegschalten kann. Ja, so ist es gedacht, das ist der Plan. Ach ja, zum Thema Online-Shop gibt es noch was zu sagen, und zwar werden wir unseren Online-Shop etwas erweitern. Das heißt, es gibt nicht nur unsere Fleischprodukte, sondern auch Produkte, die einfach gut dazu passen. Das heißt, wir werden verschiedene Sachen zum Grillen noch anbieten, Gewürze, Soßen, sowas in der Richtung. Und wir haben auch einen lokalen Kaffeeröster mit an Bord geholt. Dort gibt es dann die spezielle Highland-Mischung, also das ist der Kaffee, der nur für uns hergestellt wird. Das Ganze ist Fairtrade, allerhöchste Qualitätsstufe, und den verkaufen wir auch über unseren Webshop. Den verschicken wir bundesweit. Tja, bei den Salamis, da war der wieder wunderbar schnell. Es gab lange Gesichter, denn es war wieder irre schnell ausverkauft. Das war es aber fleischtechnisch auch für dieses Jahr. Ich werde jetzt kommende Woche noch die Dorfläden beliefern. Dort ist noch die Möglichkeit, dass man an einzelne Salamis kommt. Aber Versand ist dann für dieses Jahr definitiv vorbei. Da sage ich jetzt auch schon mal ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns so treu die Stange gehalten habt das Jahr. Dass das alles so erfolgreich laufen konnte. Dank euch, dass es auch gut ankam. Spricht ja für uns. Und wie man ja in dem letzten Vlog und in dem Livestream neulich auch schon gehört und gesehen hat, soll da noch einiges mehr auf euch zukommen, sodass ja, ihr dann natürlich auch mehr Mehrwert davon habt. So, das war das mit dem Online-Shop noch schon am Rande. Ja, sonst gibt es nichts weiter. Das war halt diese Woche etwas kürzer als sonst. Aber das tut ja nichts zur Sache. Es war jede Menge Bürokratie, die mir die Zeit geraubt hat. Da hatte ich auch echt wenig Zeit, irgendwas anderes zu machen. Füttern und Misten ging gerade so noch irgendwie nebenbei. Ich hätte noch so viele Baustellen. Ich muss zum Beispiel am Skoda weiterbauen. Da werde ich gucken, ob ich heute Abend dann noch das Flexrohr, das neue einbaue. Und ja, die vorderen Bremsen wollte ich noch machen. Aber ich kann es noch nicht sagen, wie ich dazu komme. Ne? Momentan ist die Hölle los. Es ist einfach die Hölle. Die Tage müssten einfach länger sein. So 48 Stunden Minimum. ja. Naja. Irgendwann kommt auch die ruhige Zeit zu uns und dann ist Weihnachten. Und dann hoffen wir, dass alles noch ein bisschen gemächlicher läuft, gemütlicher, so wie es sollte.
Und wir werden sehen, wie es dann im neuen Jahr Volldampf voraus weitergeht. So, Freunde der leckeren Wurst, wir machen noch eine kleine Bestandsaufnahme, wie es denn inzwischen bei der Reifung unserer restlichen Salamis aussieht. Jo. Könnte vielleicht sein, dass die bestellten 2 Tage später kommen. Also ich denke, die brauchen noch ein bisschen. Irgendwie hatten wir ein bisschen Probleme am Anfang mit der Luftfeuchtigkeit. Da sind wir zu langsam runtergegangen. Jetzt würde ich ihnen noch 2 Tage geben, damit die noch die vernünftige Festigkeit erhalten. Also nicht zu sagen, wenn ihr bestellt habt, die kommen, aber die kommen wahrscheinlich 2 Tage später. Also heute Sonntag, ihr seht den Vlog. Ende der Woche habt ihr diese Salami bei euch. Alles klar, danke fürs Bestellen und guten Appetit. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I take your options. So, jetzt war ich mit den Kids noch schnell Ballen fahren. Die Tierchen sind versorgt. Bauer macht jetzt Feierabend. Den Vlog beenden wir für die Woche. Ist ein bisschen kürzer geworden. Ich glaube, ich habe nicht sehr viel Material aufgenommen. Aber es gab halt einfach nicht mehr. Ist so. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Wenn es euch trotzdem getaugt hat, den Daumen nach oben. Freuen wir uns immer. Abo und Glocke obligatorisch, ganz klar. Und wer Näheres über unsere Genussrechte erfahren möchte oder sonstige Infos haben will, unten in der Videobeschreibung allerhand Wissenswertes und Links. Amazon-Link, wenn ihr dort einkauft, zahlt ihr nicht mehr. Wir kriegen ein kleines Porto. Trinkgeld, Portokasse? Wir kriegen ein kleines Trinkgeld für die Portokasse, so rum. Und ja, schaut einfach mal rein. Aber am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denn beim nächsten Mal in alter Frische sehen wir uns wieder. Bis dahin, Servus und Ade.